Herzlich willkommen zu unserem Frühlingskonzert. Heute spielen Musiker der Essener Philharmoniker für Sie im großen Saal der Essener Philharmonie. Es ist etwas ganz Besonderes für uns heute, denn Konzerte sind mit Publikum in Zeiten der Corona-Krise nicht erlaubt. Und die Bühne, die hier sonst angefüllt ist tagtäglich mit Musik, ist eher still und verwaist. Wir aber haben uns gedacht, wir machen Ihnen trotzdem eine musikalische Freude, und wenn Sie nicht zu uns kommen können, dann kommen wir einfach zu Ihnen. Und genießen Sie, wo immer Sie jetzt auch gerade sind, zu Hause oder sonst wo, unseren musikalischen Frühlingsgruß aus der Essener Philharmonie. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung bedanken, die uns dieses Konzert hier heute ermöglicht. Wie Sie sehen, sitzen die Musiker auch heute ganz ungewöhnlich etwas weiter auseinander, um sich und andere zu schützen. Auch da halten wir den Abstand ein. Aber ich glaube, mit der Musik, wenn gleich die Musik erklingt, dann rücken wir alle, vor allen Dingen mit unserem Herzen, wieder etwas näher zusammen. Beginnen wollen wir mit dem ersten Satz, Allegro Moderato, aus Ludwig van Beethovens Streichquintett C-Dur, Opus 29. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.
Das war der erste Satz aus Beethovens Streichquintett C-Dur, Opus 29. Gerne möchte ich Ihnen jetzt die Musiker der Essener Philharmoniker vorstellen. Florian Geldsetzer, Violine. Sarah Köhn, Violine. Martin Vollmer, Viola. Annette Meyer-Krüger, Viola. Und Almut Hett, Violoncello. Ja, wir haben gerade Ludwig van Beethovens Streichquintett gehört. Beethoven feiern wir in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag. Ein ganz besonderes Ereignis und eigentlich auch immer wieder schön, diesen Anlass zu haben, um seine Musik immer wieder neu zu entdecken. Lieber Herr Geldsetzer, Beethoven war zu dem Zeitpunkt, als er dieses Streichquintett schrieb, sehr vergnügt, sehr verliebt. Er war oft verliebt in viele Frauen. Das Stück, was wir als nächstes hören von Johannes Brahms, hat auch, ich sag mal, so eine kleine Liebelei oder vielleicht auch mehr im Hintergrund. Auch er hat, glaube ich, Frühlingsgefühle gehegt, als er das Stück komponiert hat. Ja, Johannes Brahms. Über ihn wurde damals oft gesagt, dass er, wenn er überhaupt lacht, dann alleine und im Keller. Deswegen sind positive Werke, fröhliche Werke von ihm eher selten anzutreffen. Und das, was wir Ihnen gleich spielen, ist eines dieser seltenen positiven Werke, entstanden in der Umgebung der dritten Sinfonie, ebenfalls ein wunderbares, sehr positives Stück. Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei, eine Freude, die er selber empfunden hat und die in seiner Musik ganz wunderbar zum Ausdruck kommt. Nun war es in den letzten Tagen schon richtig schön frühlingshaft. Sehr warm und überall grünt und blüht es. Narzissen, Tulpen und Kirschblüten, alles kann man jetzt schon draußen sehen. Ja, der Himmel ist blau und der Zauber des Frühlings liegt in der Luft. Doch wir bleiben zu Hause oder müssen zu Hause bleiben. Ich würde gern eine unserer Musikerinnen, Frau Meyer-Krüger, fragen, wie holen Sie sich den Frühling nach Haus? Haben Sie da einen Tipp für uns? Ja, das Schönste im Frühling sind ja die Blumen. Und da kann man, meine Lieblingspflanze ist der Flieder und der geht gerade auf. Ich freue mich an den Tulpen, die wir haben. Auf dem Markt kann man sich Blumen kaufen und auf den Tisch stellen. Ja, und da habe ich Freude dran. Also Blumen sind neben der Musik Ihre große Freude. Ja, die Natur. Ja, Musik verbindet und lässt uns die Distanz, die wir zurzeit wahren müssen, dann doch etwas vergessen und wir rücken wieder etwas näher zusammen. Musik erheitert uns und sie kann auch Trost spenden, gerade dann, wenn die Gedanken dann doch mal etwas dunkler werden. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause auch geht, ob Sie vielleicht auch viel Musik hören oder auch mal selber wieder die Geige ausgepackt haben oder sich ans Klavier gesetzt haben oder gemeinsam gesungen haben zu Hause. Ich würde gerne unsere Geigerin Frau Köhn fragen, vielleicht haben Sie eine Idee, einen musikalischen Tipp, wie man sich die Zeit schöner machen kann. Also das ist gar nicht so sehr ein musikalischer oder kein rein musikalischer Tipp, aber ich schaue im Moment gerne auf die Website von der Oper, also Theater-Essen, unter der Rubrik TUP trotz Corona. Und da haben die Kollegen jeden Tag einen kurzen neuen Beitrag eingestellt. Die Schauspieler machen was, die Sänger, die Musiker. Das finde ich immer schön zu gucken, was die Kollegen sich einfallen lassen und was da täglich Neues kommt. Ja, erlebt man die Kollegen auch noch mal im ganz anderen Zusammenhang. Können Sie ein bisschen erzählen, was da so passiert, was man da so sehen kann? Also es ist tatsächlich aus jeder Sparte täglich was Neues. Schauspieler haben Gedichte rezitiert, haben sich kurzen Beitrag selbst ausgedacht. Es gibt kammermusikalische Beiträge. Die Sänger singen Schlager aus den 20er Jahren. Das fand ich ganz lustig. Ja, schön. Ja. Gut, ja, vielen Dank für den Tipp. Also wenn Sie Lust haben, schauen Sie mal rein. Wir blenden am Ende auch noch mal die Adresse ein, dass Sie wissen, wo Sie hinklicken müssen. Ja, weiter geht's mit dem Streichquintett Nummer 1, F-Dur, Opus 88 von Johannes Brahms, das er übrigens selber als ein wunderschönes Frühlingsprodukt bezeichnet hat. Ich wünsche Ihnen damit jetzt viel Vergnügen. Thank you.
Das war der Schlusssatz von Brahms Streichquintett F-Dur Opus 88. Und damit sind wir schon am Ende unseres musikalischen Frühlingsgrußes aus der Essener Philharmonie. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude mit uns, konnten das genießen. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.